Alles duster da draußen, ey. Kommst du vor der Arbeit? Bei dir ist ackerlich, ne? Gar nichts. Doch, kerzenlicht. Ja, wow. Aber bei mir jetzt hat ein Dusten. Das ist schon. Du bist gerade erst gekommen oder was? Das ist schon eine Weile. Ich glaube, seit 2 oder 3 Stunden ist schon. Okay. Finster. Ich habe keine Ahnung. Ich habe im Radio versucht, da irgendwelche Informationen rauszukriegen, aber was auch nicht. Brauchst du irgendwas? Habt ihr Kerzen oben gelegt? Okay. Also wenn ich ehrlich bin, ich müsste erst mal suchen. Und ich glaube, ich habe wirklich keinen. Ja. Ich habe cool, wenn es mitgeht. Ich habe ja genug da. Das war's da. Ich habe immer einen Vorrat da. Gebe ich da irgendwas mit? Ja, du hast es ja mal gesagt, glaub, ich höre natürlich nie drauf. Ja, braucht ihr sonst noch irgendwas? Nö. Habt ihr schon Abend gegessen oder was? Nö, ich muss mal gucken, ob irgendwas Essbares oben ist. Ja. Ja, ich gebe dir das erste Mal Kerzen mit und dann, wenn ihr noch was braucht, dann klopft er halt nochmal, ne? Okay. Sagst du mir dem Bescheid, wenn du irgendwas weißt, dann müsst ihr wieder weitergehen. Ja klar, also sobald ich was im Radio mitkriege, sage ich euch dann Bescheid. Ich würde erst einmal die Kerzen schneiden. Mhm. Dankeschön. Fast eine ganze Woche jetzt kein Strom, ich friere mir den Arsch ab hier. Kann doch nicht wahr sein. Wieso kriegen die denn das scheiß Stromgedönse nicht wieder ans Laufen? Ey, das gibt's doch gar nicht. Gott sei Dank hat mir meine liebe alte Nachbarin wenigstens noch ein paar Kerzen da gelassen. Boah, nee. Moment, ich komme! Wer ist denn da? Komm rein, setz dich. Und? Ja, wie läuft's bei euch? Kalt ist bei uns, kalt. Bei dir ist warm. Ja, ja. Der Ofen ist seit 4 Tagen im Dauerbetrieb.
Sonst hältst du es ja fast nicht aus. Ja. Ja, kann ich dir einen Tee bringen? Ja. Ja. Ja, bei mir ist kalt oben, das glaubst du gar nicht. Seitdem die Heizung nicht mehr geht. Ja, ja, seit dieser perfekte Jahreszeit für so einen Stromausfall. Das stimmt wohl. Ja. Das schon her. Danke. Ich hoffe, das wird bald wieder. Dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Wo ist das? Ich habe nichts mehr zum Essen oben. Der nächste Vorder? Nein. Das wäre ganz cool, wenn es mir noch was auslernen würde. Ja, freilich. Ich mache gerade eine Suppe, da kann ich dir irgendwas mitgeben. Das ist noch eine Dose. Du weißt ja, ich habe ein bisschen an Vorrat zu Hause. Ja. Hast du vielleicht noch ein paar Kerzen übrig? Kerzen sind alle? Ja, ich habe genug da, ich gebe dir dann was mit. Jetzt trink erstmal deinen Tee. Ja. Ne, ich habe es dir vor ein paar Monaten gesagt. Ne? Ja, aber. Da wird man schnell als Spinne abgestempelt, ich weiß. Ich zeig dir mal was, pass auf. Das ist ja dieser Ratgeber eben für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. Da steht alles drin, ne? Und ja, also die sagen ja auch klipp und klar, dass man halt, dass jeder Haushalt ein bisschen vorbereitet sein sollte für solche Situationen, ne? Aber du hast mich ja immer nur belächelt, ne? Ja, man rechnet ja nicht. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ja, aber ich habe noch was Besseres, was Ausführlicheres. Das ist von dem Nihus Survival, habe ich da eine Liste. Die kann ich dir mal mitgeben. Ich meine, dass die... Ja gut, jetzt... Ich denke, dass diese Situation dir schon gezeigt hat, dass das keine Spinnerei ist. Ne? Da schau her. Das ist hier von dem Jürgen Nihus. Und ja, das ist so ein sinnvoller und günstiger Notfallvorrat für zu Hause. Ja. Das kannst du mal, das nimmst du einfach mal mit. Und ich hoffe, dass du jetzt aus der Angelegenheit hier ein bisschen was gelernt hast. Ne? Nimm das mal mit. Ich hole noch was zum Essen für euch. Jawohl. Was machen wir mit zwei Damen? Wie geht's der Kleine? Ja, friert. Ah. Friert, Hunger, früh ins Bett, ständig dunkel, Kerze sparen. Okay. Nicht Schämungen dann. Ich mach das Essen für dich zurecht, warte mal. Ja. Du, ich gebe euch noch eine Kanne heißen Tee mit. Mhm. Perfekt. Könnt ihr euch ein wenig aufwärmen? Perfekt. Erstmal eine Dose. Dass ihr was zum Abendessen habt heute. Wie gesagt, ich habe auch keine Infos, wie lange das hier noch geht. Oder? Ja. Du schaust da weg mitgenommen aus. Ne? Ja, nichts. Du hast schon fließend Wasser, wo hast du es, ne? Wenn nichts geht. Ich kann dir aus meiner Garage noch einen Kanister Wasser mitgeben, wenn du willst. Da könnt ihr euch wenigstens ein wenig frisch machen. Ja, da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Die Suppe wäre fertig. Alles klar. Willst du noch kurz was mitessen oder gehst du denn auf zu deinem Mädels? Ah, ich gehe auf. Das ist lang, das wärmen wir uns auf. Okay, und dann sehen wir uns morgen wieder. Okay. Hoffentlich bis bald. Ja, also ich finde es gut, dass wir es hier warm haben. Auf jeden Fall. Trocken haben.
Ja. Und es ist eine schöne Ruhe. Ja. Ja. Das sehen wir ja, ne? Schön ja. Ruhig. Naja, ich habe mal ein paar Notizen mal gemacht. Weil in Berlin, da ist ja, wann war das? Im Februar 2019, ist ja aufgrund von Brückenarbeiten, gab es ja einen Stromausfall. Ich glaube, etwas über 30 Stunden Stromausfall. Und im Februar ist es ja erfahrungsgemäß ja nicht so warm. Na, Freibäder haben auch geschlossen. Ja. Ja. Genau, da sind die Stromleitungen zerstört worden. Und Ursache war nach der Mitteilung des Netzbetreibers Vattenfall eine fehlerhafte horizontale Bohrung. Ja, rund 30.000 Haushalte, 2.000 Gewerbebetriebe waren davon betroffen. Und der von Experten gefürchtete Blackout, der wurde zumindest in Berlin-Köpenick für mehr als 30 Stunden Realität. Ja, also ich finde, die Bewältigung hat im Großen und Ganzen ja eigentlich ganz gut stattgefunden. Sind da Verbesserungen nötig, beziehungsweise nötig gewesen? Was denkst du? Ja, ich denke, auf jeden Fall wäre es nötig gewesen, wenn auf jeden Fall die Feuerwehr oder Polizei mit ihren Fahrzeugen da rumgefahren wären und per Lautsprecherdurchsage gegeben hätten, wo es was zu warm, wo es eine Unterkunft gibt, die beheizt ist, die beleuchtet ist. Wo es warmes Essen gibt. Ja. Mhm. Ja. Süppchen, Zwieback. Oh ja. Ja. Also es gab wohl über Nacht beheizte und beleuchtete Notunterkünfte und auch alle relevanten Informationen online. Mhm. Etwa zu Schulschließungen oder voraussichtliche Schulschließungen für den nächsten Tag und zur Ausgabe von warmem Essen. Jetzt ist nur die Frage eben, erreichen all diese Informationen die Betroffenen, wenn wenige Stunden nach dem Stromausfall auch das Mobilfunknetz ausfällt und naja, völlige Dunkelheit eigentlich nicht gerade zu Spaziergängen einlädt. Also man erinnert sich an den Stromausfall 1977, war es glaube ich, in New York. Und wo dann nach relativ kurzer Zeit die Plünderungen, also naja, Verwerfungen, sagen wir mal so, Verwerfungen wie Plünderungen begonnen haben. Ja, unvorbereitete Familien werden auf jeden Fall erstmal dumm aus dem Fenster gucken. Und versuchen erstmal zu realisieren, was gerade passiert. Die vorbereiteten Familien werden, wenn sie clever genug sind, erst einmal ihre Fenster abdecken, dass kein Licht nach außen scheint. Weil wenn irgendwo auf der Straße das Licht ausfällt, da gucken die natürlich erstmal, oh, warum brennt bei denen ausgerechnet das Licht? Wenn selbst die Straßenlaternen ausgefallen sind. Die waren's. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, da komme ich jetzt dann auch noch auf Krankenhäuser, Ampeln, Laternen, Aufzüge, Supermarktkassen, U-Bahnen, Schließanlagen in den Gefängnissen, Tankstellen bzw. Werke. Wasserwerke sind ja auch auf Strom angewiesen. Ja. Ob uns der Fortschritt irgendwie zum Verhängnis werden könnte? Was meinst du? Naja, medizinische und hochsicherheitsrelevante Einrichtungen sind auf jeden Fall batteriegepuffert und haben einen Generator. Auch irgendwann geht dem Generator der Sprit aus. Also nach laut den Statistiken hält so ein Generator 7 Tage. Wenn man den Vorrat an Diesel hat, ja. Ja, und der wird ja bei Krankenhäusern regelmäßig aufgefüllt bzw. ausgetauscht. Und auch der Generator wird mal systematisch mal getestet, aber bei bei Gefängnissen, die haben Sicherheitsschaltungen, dass da auf jeden Fall nichts passieren kann. Also dass da auf jeden Fall nicht alle Tore und Türen aufgehen. So, nee, aufgehen. Die bleiben zu. Aber Ampelanlagen, wenn die ausgefallen sind, klar, es gibt die Schilder unterhalb den Ampeln, aber die siehst du nachts nicht? Die siehst du nicht so gut, ja. Ja, die sind zwar reflektierend, aber und man sollte sich halt eben als Ortsfremder halt eben auch wirklich mal darauf achten, wie da die Straßenverkehrslage ist, ne? Altenheime, weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht aus. Aber wir werden auf jeden Fall erst einmal richtig blöd aus der Wäsche schauen. Ja, der Strom kommt ja aus der Steckdose, so sagt man, aber wie kommt er in die Steckdose? Wie fließt der Strom durch die Städte und Gemeinden? Wie sicher ist das Stromnetz? Und du bist ja nicht nur Prepper-Coach, sondern auch Elektriker. Wo liegen die Schwachstellen? Die Schwachstellen, die ersten, liegen auf jeden Fall in den Trafohäuschen. Weil wenn da mal ein Trafo knallt,
dann kann das wirklich bis zu 2 Monate dauern, bis da ein neuer Trafo gebaut wird, weil die werden ja nicht auf Vorrat gebaut. Und die Hochspannungsmasten, wenn da einer ausfällt, da haben die, die sind redundant, die haben eine Zweitbesetzung. Aber wenn ein Kraftwerk ausfällt, puh, das stelle ich mir lustig vor. Solaranlagen gibt es, Windanlagen gibt es auch. Aber der Mix macht es auch, gerade mit den Kohlekraftwerken, die so stets verhasst sind, oder auch mit den AKWs, die kann man schneller ans Netz bringen, als wie zum Beispiel Windanlagen. Ja, Braunkohlekraftwerke gibt es ja ziemlich viele in China, habe ich gelesen. Ja. Atomkraftwerke wesentlich mehr in Frankreich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Ja, es darf halt nichts schief gehen. Ne? Die müssen halt eben gewartet werden. Ja. So ordnungsgemäß. Ja. Es gibt ja so selbsternannte Experten, die für 100% Sonnen- und Windenergie sind. Da kann ja auch nichts mehr schief gehen. Es sei denn, dass nachts halt keine Sonne mehr scheint und der Wind sich erlaubt, einfach mal ja, abwesend zu sein. Ich denke, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Na. Ist denn Strom wichtig? Was sagst du so als Elektriker? Als Elektriker sage ich dazu, dass Strom genauso wichtig ist wie das Blut in unseren Adern. Der fließt auch durch die Leitungen. Wer möchte gerne mal sein Handy aufkurbeln mit einem Dynamo-Ladegerät? Welcher Büroler kann ohne PC arbeiten in der heutigen Zeit, wo die alle auf Office und Word angewiesen sind? Klar, es wäre schön, wenn einfach mal die Banker mal ohne Strom wären. Aber wir sind leider Gottes auf. Wir sind es gewöhnt. Ja. Wir sind es gewöhnt. In anderen Ländern fällt regelmäßig der Strom aus. Oder ich war in den 90er Jahren mal in Kuba und müsste jetzt lügen, jede Nacht wurde 1,5 Stunden oder vielleicht auch 3 Stunden der Strom abgestellt. Und wir sind da halt in der wirklich düsteren Stadt rumgelaufen, mein Bruder und ich. Das weiß ich noch. Aber da sind halt die Leute dran gewöhnt. Aber hier ist man halt sowas von verwöhnt. Das ist unglaublich. Ja, es gibt sicherlich auch wahrscheinlich junge Leute, die wissen wahrscheinlich nicht, was eine Kerze ist. Ne? Also, bös gesagt. Naja, ein Stromausfall bringt erfahrungsgemäß jede Volkswirtschaft zum Erliegen und muss deshalb weitestgehend begrenzt bleiben. Experten reden von einem Wann und nicht von einem Ob, was einen Blackout angeht. Bist du denn vorbereitet? Ich habe eine Liste zusammengestellt, die heißt sinnvoller und günstiger Notvorrat für zu Hause. Und ja, ich verkaufe da nichts, rein gar nichts, sondern es sind einfach nur Überlegungen, Vorschläge, die man sich wirklich mal durchlesen sollte. Und es ist auch in keiner Weise ja, Verschwörungstheorie oder irgendein Blödsinn, der anders bezeichnet wird. Es gibt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt sogar auch eine Broschüre. Die ist kostenlos, die kann man sich bestellen. Die wird zugeschickt. Genau. Das ist das, was ich einfach anbieten kann. Die gibt's, dieses PDF kann man sich auf meiner Homepage herunterladen. Ja, und sich einfach mal Gedanken machen. Also ich finde es schön, dass wir hier ganz gemütlich, ohne Zeitdruck, am Feuer sitzen kann. Ja, weil wir haben ja sowieso keine andere Wahl. Heute ist der 4. Tag. Ja, ohne Strom. Viele haben jetzt ein Problem, weil ihr Leben in so einem kleinen Gerät steckt, mit dem man auch telefonieren kann. Aber was mittlerweile ich nur eine Nebenfunktion ist, ne? Naja, und jetzt geht halt gar nichts mehr und ich komme damit zurecht. Ja. Wenn ich weiß, ich habe ein Feuer oder ich kann ein Feuer machen, ich habe was zum Essen, es ist trocken, vielleicht sogar warm und ich habe sowieso ein etwas anderes Wärme- und Kälteempfinden, wie sich jetzt auch wieder rausstellt. Ich brauche jetzt keine Jacke oder Sweatshirt. Nee, bei mir liegt es wahrscheinlich daran, ich habe
Ja, 1997, in der ersten Januarwoche 97 habe ich bei einer Wette mitgemacht, so ungefähr: Jürgen, schwimmst in der Regnitz, ne? Fluss bei Fürth oder fließt durch Fürth. Und das habe ich dann, mit Vorbereitung habe ich das dann geschafft. Ich bin dann in die Regnitz gegangen und fand es irgendwie interessant oder vielleicht sogar lustig und habe 5 Jahre lang mich nur kalt geduscht, gewaschen. Ganz realistisch war das nicht, weil in der richtigen Survival-Situation, da kannst du plötzlich sagen, Cut, wir gehen jetzt heim. Ja, aber man vergisst vielleicht, dass man irgendwo hängen geblieben oder stecken geblieben ist oder sich einfach nur verlaufen hat. Ja. Gibt es ja genügend Geschichten, wo Kinder sich meinetwegen, eine realistische Geschichte muss wohl in Kanada stattgefunden haben, hat sich bei einem Ausflug ein Kindergartenkind verlaufen. Und hat dann aber instinktiv absolutes Richtige gemacht, hat sich verkrochen unter dem umgefallenen Baum, hat Blätter, ja, Farnzweige oder was weiß ich, hat sich mit Blättern zugedeckt und hat einfach gewartet und irgendwann am nächsten Tag kam halt das Hochtrupp. Also viele Eltern, Polizisten oder Ranger haben dann den Kleinen gefunden, also putzig. Ja, der hat sich richtig verhalten. Naja, Projekttage wären vielleicht nicht schlecht, mehr Projekttage. Also ich weiß noch, in der Schule müsste 7. Klasse gewesen sein. 7. Klasse. Wir waren mit dem Lehrer an einem Wochenende, also mit 1 oder 2 Übernachtungen haben wir wirklich eine Kanutour gemacht. Cooler Lehrer. Und er hat uns halt schon, also wir haben keine Angst gehabt vor ihm. Er war einfach eine natürliche Autorität. Und ist klar, wenn er sagt, Leute, Mund halten, wir schreien nicht im Wald rum. Ja, es wird nur geschrien im Überlebenskampf oder wenn man eben sich verletzt hat. Dann haben wir das einfach nicht nur zur Kenntnis genommen, wir haben es verstanden. Ja, und das... Und das war ein Lehrer. Das ist wirklich ein Lehrer. Das war ein Lehrer. Und wenn er gesagt hat, eben gut, wir haben jetzt Niedrigwasser, raus aus dem Kanu. Ja, ja, der eine hat gemeint, ja, ich habe neue Stiefel, raus jetzt. Ja, rede ich mit dem Boot oder rede ich mit dir? Und dann ist er rausgesprungen und er hat es ja dann auch erklärt, warum wir das machen. Wir müssen jetzt aus dem Boot rausspringen. Alles klar, du fährst mit dem Kanu und das Wasser wird immer seichter. Du machst halt das Kanu sonst kaputt. Ja, klar. Ja. Ja, und dann läuft man halt einen Tag oder 2 Tage mit nassen Schuhen rum. Davon stirbst du ja nicht. Aber die Jugend, die verweichlicht immer mehr. Woran mag das wohl liegen? Tja. In der Zeit, da wo du deine ersten Touren gemacht hast, da war ich noch auf der Schule und habe Pokémon gespielt. Oder Gameboy oder wie dieses Zeug da gehalten wird. Ja, ja, PlayStation vor allen Dingen. Magst du einen Schluck Tee, mein Mann? Ja, aber ich sehe es ja an deiner Kleinen. Die ist top erzogen. Und danke, danke. Ist super lieb, super freundlich, super nett. Stimmt es oder ist es eher schauspielerisch? Stimmt. Stimmt? Den Master. Mhm. Finde ich aber auch. Ne? Man findet heutzutage wirklich selten Leute, die einfach echt sind. Authentisch. Ja. Nee, und keine Rolle spielen. Ich würde wirklich sagen, echt. Weil ständig hat irgendjemand eine Maske auf, die man erstmal versuchen muss, durchzublicken. Mhm. Ja gut, aber haben wir doch seit der... Naja, was heißt denn eigentlich Person? Kommt ja von Persona, die Maske oder durchblicken. Ne? Wobei wir wieder bei der Geschichte sind, Mensch, Person. Ja, das heißt ja auch schließlich, Mensch, reiß dich mal zusammen. Ja, genau. Mensch, ärger dich nicht. Ja. Ah, dann muss die Oma immer beschissen haben, weil ich habe nämlich oft verloren. Damals. Ist es geheilt? Hm? Also mir wird es leicht nicht. Ich gehe mal in Weichen mit. Ja. Gehen wir mal schwimmen. Mhm. Wir ja, so langsam. Machen wir mal die Lichter aus, hätte ich gesagt. Ne? Okay.
Also gute Nacht, Jungs. Vierte Nacht, Stromausfall, aber für uns nicht. Deswegen.